Morgen! Wie ist es? Begrüße Sie alle, meine Damen und Herren, natürlich auch unser Orchester, meine Herren, wie immer, träschig im besten Zwirn heute Abend. Und natürlich der bestaussehendste Elferrat in der westlichen Hemisphäre, meine Herren, sehr schick heute, sehr gut. Die Ecke auch, ja. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Ich hatte heute Morgen eine sehr merkwürdige Veranstaltung. Ich hatte heute Morgen eine Autogrammstunde in einem Altersheim in Porz-Urbach. Problem war, keine Sau ist gekommen. Da war nur so ein Tisch mit drei alten Damen. Ich habe gesagt, hallo, wisst ihr denn, wer ich bin? Dann hat die eine gesagt, geh mal zur Schwester Christa, die sagt dir, wer du bist. Bin ich dann. Ja, sonst müssen Sie mal in meine Heimat kommen. Wir haben den Flughafen, das ist natürlich sehr schön, meine Damen und Herren. Bei uns sind sehr viele Russen zugezogen, ganz weit vorne. Noch besser sind die Leute aus den neuen Bundesländern, die immer schlechte Laune haben. Weiß, ob Sie die kennen? Bei mir wohnt einer. Ne? Der Dialekt ist lustig, der Typ geht gar nicht. Der läuft immer rum und sagt, sag mal, du, bei uns früher war alles besser, ne wahr? Bei uns früher alles besser, du. Ein Freund von mir, Murat, der geht immer zu dem hin und sagt, Arkadasch, wir euch nicht gerufen, weißt du. Das gut, gut. Ja, das ist ein schönes Unternehmen, Volkswagen, da wird Personalführung großgeschrieben. Sie wissen, was Personalführung bedeutet? Das ist die Kunst, den Arbeitnehmer so schnell über den Tisch zu ziehen, dass er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Ja, und die haben es sich gut gehen lassen. Ja, die sind nach Brasilien geflogen, haben gesoffen, du. Betriebsrat, der Vertreter des kleinen Mannes. Bekommt eine ganz neue Bedeutung. Aber als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, du bist Deutschland, ehrlich. Haben Sie diesen Werbespot verstanden? Jetzt mal ehrlich, du bist Deutschland? Ich will gar nicht geduzt werden in einem Land, wo ich jeden Monat die Hälfte von meinem Geld abgeben muss. Da will ich gesiezt werden. Herr Kanz. Muss da raus. Ja, ist so. Ist das hier eine Sitzung oder eine Selbsthilfegruppe oder sonst? Hallo, ich bin... Ja, entschuldige mal. Ist doch so. Ich stand letzten Morgens vorm Spiegel, hab mich rasiert und hab mich so angeguckt, dachte, Kanz, Retro ist zwar angesagt, aber warum muss dein Gesicht dazugehören? Hatte so einen totalen Durchhänger, Sie kennen das vielleicht, ne? Fahr irgendwie nach Köln, geh einkaufen, geh ein Bier trinken. Bin mit der Bahn reingefahren, stand aber vor bei uns an der Kreuzung und neben mir war ein nettes Mädel. Und ich dachte, jetzt fasse die mal. Sag, Entschuldigung, wie alt schätzt du mich eigentlich? Die war ein bisschen naiv, sagte, ja, so 29. Und ich dachte, okay, du belügst mich, aber es hört sich gut an. Bin 34. War danach beim Lidl einkaufen, komm vorne in die Kasse. Und hab zu der Verkäuferin gesagt, Entschuldigung, kann ich Ihnen eine Frage stellen? Sagte, ja, die Angebote der nächsten Woche, da hängt so ein Zettel, da kannst du gucken, ne? Sag ich, nee, eher privat, wie alt tippen Sie mich? Oh, seht ihr, aber Sie haben es neu auch nicht mehr, Sportsfreund, ne? 32. Sag ich, nee, 34. War abends schön Bier trinken, bin hier in Köln durch einige Lokalitäten gelaufen und bin mit der letzten S-Bahn nach Hause und mir gegenüber saß eine ältere, sehr nette Dame. Ich dachte, komm, die hat Lebenserfahrung, jetzt fragst du die. Ich hab gesagt, Entschuldigung, kann ich Ihnen eine Frage stellen, wie alt schätzen Sie mich? Und die hat den komischen Dialekt, die kam aus Ostpreußen, glaube ich. Sagte, Mannchen, naja, 83, die Augen sind nicht mehr die besten. Wir hatten früher bei uns in Ostpreußen so ein altes Hausrezept. Wir konnten am Gewicht des Geschlechtsteils bei Männern erkennen, wie alt die sind. Ja, wie? Und das funktioniert? Sagte, ich hab's lang nicht mehr gemacht. Gut, in der letzten Bahn war jetzt auch nicht so viel los, ne? Ja, das wollte ich ja wissen. Jetzt habe ich schön probiert, ne? Oder Sie vielmehr so, aha. Sagt er so, meines Erachtens sind Sie 34 Jahre alt. Ich sage, das ist doch der Hammer. Das können Sie am Gewicht feststellen. Sagt er, nee, ich habe morgen beim Lidl hinter Ihnen in der Kasse geschaut. Ich habe eine Sache noch zu klären, auch für die Fernsehzuschauer zu Hause, meine Damen und Herren. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal im Karneval sagen werde. Ich bin im letzten Jahr in den Stand der Ehe getreten. Meine Frau kommt übrigens nicht aus Köln. Nein, nicht aus Düsseldorf, lieber Jean. Da habe ich schon aufgepasst. Meine Frau kommt aus Hessen. Ja, Hesse-Mädchen. Früher habe ich auch gesagt, alle Hesse sind Verbrecher, denn sie klauen Aschebeche. Mittlerweile liegt man nebeneinander. Nette Leute, diese Bembel-Fraktion.
Ihr sagt ja auch gar nicht Schweinegrippe, ihr sagt ja, ei, ich hab de Wutzeschnubbel. Aber die Kerstin hat sich gut eingelebt. Die hat gesagt, Köln ist eine tolle Stadt. Es stimmt ja auch. Hier ist immer Stimmung. Wir schunkeln das ganze Jahr durch. U-Bahn bauen können wir nicht so gut, aber sonst super. Es ist immer Karneval, ne, in Köln, oder? Christopher Street Day im Sommer ist wie fastelovend. Selbst Köln-Marathon bin ich auch schon gelaufen, habe jetzt im Oktober moderiert. Ist wie Karneval. Rainer Kallmund ist sogar mitgelaufen. Ist kein Quatsch, der Dicke war dabei. Nicht die ganze Strecke, das wären 3 Übernachtungen Frühstück gewesen. Promi-Staffel, 8 Kilometer. Kurz vor der Deutzer Brücke haben sie ihn rausgewunken, die hat ein bisschen Angst wegen der Schwingung, glaube ich. Und heiraten ist auch in Köln wie Karneval. Wir hatten einen sehr bekannten Standesbeamten, den wird vielleicht der ein oder andere hier im Publikum kennen, Günther Stommel. Lustiger, netter Mann, der einem so die Nervosität nimmt, wenn man vorne am Tisch sitzt. Kurz bevor man sich die Ringe übergibt, kam der ganz feierlich zu mir und sagte, Guido, jetzt könnt ihr entscheidende Frage. Deal or no deal? Also ich hatte Spaß, bei meiner Frau ging's so. Kirche war toll, Willibert Pauls hat die Messe gehalten, war sehr, sehr schön. Das einzige Problem, was ich hatte, ich bin so ein Romantiker. Wer hat sich das denn mit der Hochzeitsnacht ausgedacht? Also bei uns war es morgens 6:30. Ich hatte so Füße, locker 2,5 Promille, hab noch schnell eine Unfallversicherung abgeschlossen, weil meine Frau über die Schwelle getragen werden wollte. Hab sie aufs Bett gelegt, dachte, boah, jetzt passiert bestimmt was Besonderes, Hochzeitsnacht. Es ging auch direkt los. Sie sagte, kannst du mal die Nadeln aus meiner Steckfrisur rausziehen? Ich habe mitgezählt, es waren 48 Stück. So eine Mischung aus Käseigel und Mikado. Was soll man sagen? Genadelt haben wir, mehr war nicht. Morning has broken. Früher mal Cat Stevens, jetzt Christoph All und so. Ja, so war es bei uns auch. Wir haben uns aber nett unterhalten bis morgens. Besser als bei einem Freund von mir, der hat in einer Hochzeitsnacht richtig Ärger bekommen. Der hat zu seiner Frau gesagt, Schatz, ich muss dir was sagen, ich bin farbenblind. Sie sagte, ja, ich muss dir auch was gestehen, ich komme nicht aus Gera, ich komme aus Ghana. Ich hätte einen Tipp für dich, pass auf, meine Frau und ich haben ein bisschen Angst, dass es langweilig wird. Wir haben uns was sehr Schönes ausgedacht. Wir machen das jetzt so, der als erster abends nach Hause kommt, kann bestimmen, was es zu essen gibt. Das ist super. Müsst ihr alle mal ausprobieren. Ich war als erster dran, hatte alles vorbereitet, kam die Süße nach Hause und sagt, Schatz, was gibt's denn zu essen? Da hatte ich den alten Tiger-Tanga nochmal aus dem Schrank geholt, hab mir so eine Rose zwischen die Zähne genommen, sagt, Schatz, heute Abend gibt es nur Schaumwein und Liebe, das 5-Gänge-Menü all-inclusive. Ein super Abend. Jetzt habe ich schon gedacht, mal sehen, was sie sich morgen einfallen lässt. Bin so ein bisschen später nach Hause gekommen, Tür auf, hab schon mal gerochen. War aber nix. Sag, was gibt es denn zu essen? Da kommt die um die Ecke, du, die Haare durcheinander, Make-up verschmiert, sagt, heute gibt's nur die Reste von gestern.